Hallo, ihr tollen Superfreunde. Wir sind heute in einer ganz besonderen Konstellation hier versammelt und haben was ganz Tolles mitgebracht. Und zwar gibt es die neue Schirmmarke Playlink für PlayStation, für die PS4. Und was ist das? Das wird eine Art Social Gaming Container sein. Da wird es einzelne kleine Spiele geben, die rauskommen. Und das glaubt man ja nicht so. Viele Leute haben Angst vor Controllern. So. Was? Und da haben die schlauen Leute von Sony sich gedacht, dann machen wir einfach mal was Neues, wo alle mitmachen können, wo Mutti mitmachen kann, wo die Kinder mitmachen können und wo Leute mitspielen können, die mit Spielen nichts am Hut haben. Deswegen haben wir heute unsere bezaubernde Zahlenfee Elena. Die dafür sorgt, dass hier bei uns alles funktioniert und keiner verloren geht. Trant habt ihr auch schon mal gesehen. Ja, kennt man. Alter Wolf, Hut. Ihr. Ja, ich bin Maurice. Die alte Hackfresse, komm. Guten Tag. Ja. So, als erstes Spiel der Reihe Playlink wird That's You rauskommen, beziehungsweise jetzt ist Montag, dann ist es schon erschienen letzte Woche, ist diesen Monat für PlayStation Plus Mitglieder gratis. Und wir springen einfach mal rein. Wolf kennt sich am besten aus, würde ich sagen. Also es ist eigentlich ein super simples Partyspiel, bei dem es primär darum geht, Fragen zu beantworten. Also wichtig hierbei ist, dass wir uns alle relativ gut einschätzen müssen. Okay. Das ist der Gag. Also man sollte es mit Leuten spielen, die aus dem Freundeskreis oder aus der Familie kommen, weil man so manchmal Fragen über die Persönlichkeit der anderen beantworten muss. Und der Gag ist tatsächlich, dass wir keinen Controller brauchen, sondern wir spielen, deswegen haben wir alle unsere Handys in der Hand, wir spielen es nur über Handy und oder Tablet. Ist auch super einfach. Du hast hier die App runtergeladen, wie wir alle. Kannst du ja mal ganz kurz zeigen vielleicht. Genau. Kolja versucht das hier so ein bisschen mitzunehmen. Das zeigen wir dann auch. Ich habe hier die App ganz normal im Store runtergeladen. Android Store oder halt bei Apple dann entsprechend deren Store. Gehst ins Spiel rein. Was brauchst du? Die PlayStation, Fernseher und dann entsprechend Handys und Tablets. Du hast das vorhin eingerichtet. Die PlayStation richtet ihr eigenes Netzwerk ein, in das man sich dann einwählt. Ganz genau. Ihr könnt euch quasi über WLAN in dasselbe WLAN einklinken, in das auch eure PlayStation eingeklinkt ist. Oder wenn ihr so WLAN-Schwierigkeiten habt, wenn es manchmal abbricht oder es nicht so richtig sauber flutscht, dann könnt ihr quasi einen Wi-Fi-Hotspot aus der PlayStation machen. Genau. Dann wird euch Wi-Fi-Name angezeigt und das Passwort und darüber können sich alle verbinden. Also, dass man es auf jeden Fall zusammenspielen kann, auch wenn das WLAN zu Hause ein bisschen hakt. Das haben wir gemacht. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die Konsole das macht. Das ist total crazy, faszinierend, dass das da drin steckt. Das ist ein fucking Transformer, ich sag's dir. Ja, nächsten Monat kriegt die so Arme und Beine und macht dir was zu essen, wenn du abends nach Hause kommst. Okay. So, genau. Also, am besten spielen unsere Leute, die man kennt. Am besten kennt man sich so gut, dass man sich auch gegenseitig so ein bisschen durch den Kakao ziehen kann, ohne dass Freundschaften kaputt gehen. Ja. Deswegen sitzen wir hier heute mit unseren alten Bekannten zusammen. Ich drücke jetzt einmal mal auf Spielen. Ich auch. Okay. Alle drücken auf Spielen. Wir wählen uns alle ein. 6 Leute, glaube ich, Maximum? Genau, maximal 6 Leute, aber aus Platzgründen haben wir uns heute für 4 entschieden. Das wird nämlich vielleicht ein bisschen schwierig, das alles unterzubringen. Deswegen sind wir jetzt zu viert. Genau, ich quatsche euch einfach mal durchs Einloggen. Hier am Anfang sucht man sich so eine Art Avatar aus. Ich habe hier diesen schicken Mann als meine Karte, die dann angezeigt wird, wenn ich jeweils meinen Spielzug vollziehe im Spiel. Und dann kann man hier lustig sich seinen eigenen Screenshot machen, wie man dann aussehen möchte, wie man dargestellt wird. Gucken wir mal, ich habe mir hier was ganz Tolles ausgedacht. Geile Effekte gibt's. So. Geil. Genommen. Name Maurice habe ich schon mal eingetippt. Oh, Alter. Schon. Also mit dem Foto allein kann man sich wirklich sehr unglücklich machen. Einmal im Internet, es geht nie wieder weg. So. Okay, ich bin bereit. Wir sehen es auf dem Bildschirm. Trant ist auch bereit. Und wir warten auf Elena und Wolf. Ja, ich bin und jetzt können wir das gleich mal auf Herz und Nieren testen und gucken, ob Elena damit auch klarkommt. Ja. Du bist ja kein Spiele-Crack und Controller ist dir auch eher unheimlich, oder? Ich darf das hier sagen. Das darfst du hier sagen, ja. Okay. Okay, alle Spieler sind bereit. So, ich freue mich am meisten mal auf die Bilder, die Leute von sich machen. Das ist schon irgendwie immer ein großer Lacher am Anfang. Das Wichtigste wir brauchen ein bisschen Sound. Achtung. Das hier ist ein besonderes Spiel. Hier braucht ihr nur eins zu wissen. Alter, Trant, wie hast du das denn geschafft? Okay, wenn ihr alle bereit seid, lasst uns unsere Reise beginnen. Trant, hast du das mit der Hand bearbeitet oder war das einfach ein Effekt? Elena sieht ein bisschen aus wie Quambusch. So, erste Frage kommt jetzt. So. Gleich. Ah ja, hier sagt es auch, schau auf den Fernseher für die ganz Blöden. Haben wir auch verstanden. Jetzt wird sich herausstellen, wer der elegante Schwan und wer die neugeborene Giraffe ist. Auf zur Eisbahn. Okay, als erstes werde ich euch eine Frage stellen. Ihr müsst mir nur sagen, wer von euch die Antwort ist. Wer würde die ganze Zeit am Rand der Eisbahn hängen? Oh, Zeit zu wählen, Leute. Je mehr dasselbe sagen wie ihr, desto besser euer Ergebnis.
weil er nicht fahren will. Genau, es geht darum, dass man die Antwort findet, die die meisten anderen auch geben. Und man kann, wenn man sich ganz sicher ist, noch einen Joker setzen, gleich wenn man seine Auswahl getroffen hat. Okay, Leute, oh Gott, ich weiß es nicht. Völlig klar. Jetzt hat Elena mich zu meinem Joker gebracht. Ja. Die meinte, fand ich klar. Ich dachte, okay, dann setze ich den Joker drauf. Scheiße, ich will auch nicht erst nehmen. Ich habe sogar mich selbst aufgenommen. Aber du machst doch auch so gerne Wintersporturlaub hier. Du bist doch schon so ein Snowboarder. Ja, da steht auch immer noch am Rand da. Aber noch nicht. Das ist Scheiße, Mann, wenn ich das gewusst hätte. Und ich dachte, ich bin mal clever und nehme dich extra nicht. Scheiße. Ich glaube, da habe ich das ganz gut antizipiert. So, wer würde im Kinderbereich... Sehen, was alles möglich ist. Ja, es geht sehr viel um Eislaufen hier. Ja, auf jeden Fall. Die Eislaufen. Wer würde im Kinderbereich... Oh Gott. Dieser Stress. Ja. Okay, Leute. Ihr würdet das machen. Ja, ihr. Aber da der nicht hier ist, habe ich jetzt mal jemand anders genommen. Ah, ich bin mir... Nächste Jahr. Sehen wir uns mal das Ergebnis an. Wurfel. So, zwei von euch wandern ein paar Punkte. Wieso ich denn, Wolf? Ich dachte, ich weiß ja nicht, ob du begeisterte Eisschnellläuferin bist. Verdammt! Ja, okay, dann natürlich nicht. Ach so, ich dachte, dass man einfach so respektlos ist, dass man halt die Kinder umnietet im Dingsbereich. Das hab ich gedacht. Also hat er jetzt recht, Oh, nächste Frage. Ich habe meinen Hund darauf trainiert, die Kronjuwelen. Verdammt, wir brauchen Ian, ohne Scheiß. Bei jeder Frage ist die Antwort immer Ian. Ernsthaft gefährden. Hm. 5 Sekunden noch. Ach Gott. Ich hoffe, jeder ist sich seiner Antwort sicher. Aha! Ich hab den Joker nicht gesetzt. Ich hätte ihn auch nehmen sollen. Roulette geht schon irgendwie. Wobei, wir haben ja auch schon gesehen, wie Maurice Eis läuft. Ja, tatsächlich. Aber ich habe keinen verletzt. Nur mich selbst ein bisschen. Wollt. Hat Ian sich nicht die Zähne ausgeschlagen bei Beans on Ice, glaube ich? Ja. Der ist heute auch da, aber der schneidet gerade nebenan. Ah, okay. Pfandleier, aber überprüfen wir das lieber. In der nächsten Frage kommen ein paar Bilder vor, die ich unterwegs aufgesammelt habe. Also bitte etwas Geduld. Oh Gott. Okay, jetzt stehe ich jetzt im Mittelpunkt, ja? Also eine Runde lang geht es um Maurice. Wie würde Maurice bei mir schon aussehen? Gut, das wisst ihr ja schon. Einfach das Bild auswählen, das die Frage am besten beantwortet. Je mehr von euch dasselbe sagen, desto mehr Punkte. Okay, jetzt brauche ich mal ein paar Punkte hier. Mit Joker. Kann ja nicht sein, die Runde davor war so gut. Habe ich das eben, hat er wirklich deinen Namen vorgelesen? Verdient, ja. Hat er? Was? Oder habe ich das falsch gehört? Ja, nee, was? Das sagen uns dann die Zuschauer, die hören das ja besser als wir. Wir haben es hier im Studio natürlich. Ich habe gerade eingebildet, dass er deinen Namen vorgelesen hat. Oh, ich habe ja richtig viele Punkte. Was? Scheiße. Nächstes haben wir eine Schreibaufgabe. War das nicht gerade 2-2? Wie die Person nee, das war nicht 2-2. Nee, okay. Mein bester Eislauftrick ist... Ja, okay, jetzt aufschreiben, ja? Wie viel Zeit hat man denn? 33 Sekunden. Nur noch 30 Sekunden. Okay. Achso, nach oben wischen. Noch etwa 20 Sekunden. Ey, das Bild, Mann. Gut, ne? Weil ich gedacht habe, mit diesem Trick kann man nach außen schielen, das kann man sonst nicht. Das nutze ich. Schau mal, was er so geschrieben hat. Alle gut. Also, welche Antwort ist die beste? Ah, okay, das System kennen wir von. Was System? Partybox. Party. Ja. Jackbox. Party. Whiplash war das. Ja, kann man. Oh Gott. Okay, Leute, nur noch 5 Sekunden. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und jetzt zum lustigen Teil. Oh! Ja! Und ich habe sogar meinen Joker verpasst. Die Arschkarte. Nee. Geil. Das ist, man weiß nicht, wenn wir das machen. Aber die meiste Antwort war Arschgranate. Wer hat im Sprung einschlafen? Elena, hast du das gemacht? Ja. Jetzt dreht sich alles um euren inneren Kitzler. Einer macht ein Foto von jemandem, der eine bestimmte Pose einnimmt. Danach werden alle auf diesem Bild zeichnen.
Okay, ich muss das. Carsten. Maurice fotografiert ach, gerade jemanden. Ja, wen, was soll ich machen? Für so einen Knipsen? Ich muss gar nichts machen. Damit alle sie in einen tollen Eiskunstlaufkostüm zeichnen können. Trant, du kannst mal aufstehen. Ja, so, du musst mal aufstehen. So eine geile Tütü-Pose. Ziemlich gut, dankeschön. Okay. Kaum Gegenlicht. Ja, das stimmt. Bei mir sieht das oh Mann, das ist immer das Allerschlimmste. Und ich jetzt mich auch, oder was? Ja, ja wir alle. Ich brauch so ein. Ich, ohne Scheiß, ich brauch so ein kleines Stück. Jetzt hat man hier so drei Werkzeuge. T-Shirt auf die Eisfläche kommen sehen. Dann sollte er die Preisrichter ansehen und rufen: drei Wörter! Kommt damit klar! Noch 40 Sekunden. Braucht man kleine Finger für. Man kann auch die Stiftgröße ändern unter den Tools. Das ist mal Trump fragen. Ihr habt so noch 30 Sekunden. Kann man da noch Schönes machen? Noch 20 Sekunden? Ja, doch. Okay, noch 10 Sekunden. Okay, Leute, noch 5 Sekunden. Ach nein! Oh. Hast du dich abgeschickt? Das wird automatisch abgeschickt, also wenn die Zeit abgelaufen ist. Wir hier haben. Nicht schlecht. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, das ist, auf dem Kopf sein. Ist das eine Möhre auf dem Kopf? Das ist für euch natürlich schwieriger gewesen auf dem kleinen Handybildschirm als bei mir auf dem Tablet, wo ich einfach ein bisschen mehr Platz habe. Boah, ist ja alle haben die gleichen Farben gewählt. Ja, klar. So, welches ist das Beste? Ach, ich kann mein eigenes spielen, alles klar. Oh, wieso kann ich denn keinen Joker setzen? Eigentlich dumm. Ha! Jetzt, wo du es gesagt hast, aber wahrscheinlich sind das alles nur Verwirrungstechniken, die du gerade benutzt, um uns auf falsche Fährten zu führen. Aha. Ja, ich hätte vielleicht das nehmen sollen, was wirklich am besten ist. Ich hab gedacht, ich nehme das noch lustig. Ey, Morris führt immer noch. Verdammt. Verdammte Axt. Okay, trocknet euch die Hintern ab und lasst uns von hier verschwinden. Okay. Das Setting ist jedes Mal anders. Ne? Ich habe den Rummel noch nie gesehen. Ja. Es gibt 1000 Fragen im Spiel. 1000 Fragen. Ja. Okay, dann haben wir ja ein bisschen, bis man sich wiederholt. Es wird Zeit für eine Geburtstagsparty. Wenn ihr alle mal einen Blick in eure Taschen werft, werdet ihr sehen, dass ich auf dieser Knusperboxer kackt der Bär Cereal. Das macht der wirklich. Naughty Pimmels. Wow. Er freut sich aber auch nicht mehr dabei. Würde die verrücktesten Gäste anziehen. Eine der besten Partys, auf der ich je war, war die Party des Hamburger Oberbürgermeisters. Motto war, kommt als süßiger Affe. Was? Ah, wie, 10 Sekunden. Oh. Mal sehen, ich hab mal einen Joker gesetzt. Ich auch. Ich nicht. Scheiße. Ah! Ah! Aha! Geil. Und da rein. Fuck. Klingel die Kasse. Dran ist doch wohl. Ja, Trant ist bekannt dafür, große Geburtstagspartys zu schmeißen. Der hat richtig Bock auf das Haus voller Leute. Mir gefällt das nicht, dass ich hier mit Leuten spiele. Trant steht irgendwann auf, so gegen 19 Uhr, und macht in der Küche, in der alle sitzen, einfach das Licht aus, um zu zeigen, dass er langsam mal ins Bett gehen möchte. Wer ist ein Geschenk an euch von der Tankstelle? Alles Gute zum Geburtstag. Ob mir ein Fensterleder in die Hand drückte. Oh, 5 Sekunden noch. Ach, puh. Also wer gibt sich sehr dafür bekommt jeder von euch Punkte. Boah, und wir kriegen alle einen neuen Joker. Stimmt. Weil wir alle die gleiche Antwort gewählt haben. Haben wir doch gar nicht. Haben wir gar nicht. Ja, sagt er. Ja, ich dachte auch, ja klar, egal. Nee. Als so hättet ihr noch nie gespielt. Ein Anfall. Anfall ab. Okay, ich glaube, da sind wir alle ruhig genug. Ja, scheiße. Okay, das ist ja rüde, das macht man doch nicht. Nee. Muss man die Frau in der Runde nehmen. Oh, das hast du spät gesagt. Oh, ich habe gar keinen gewählt. Ich glaube, wir haben unsere. Da gibt's doch keine Punkte. Zu langsam. Aha. Toll, ich hab's auch noch gemacht.
rede nie wieder mit dir. Ich dachte mir schon, dass du hast du die ganzen Joker her eigentlich? Ja, nun. Ja, nun. Ich habe mir die Joker-App noch dazu runtergeladen. Jetzt habe ich erst 1000 Punkte. Ja. Hast du deinen Joker schön gesetzt? Ja. Achso, okay. Wer würde die Kerzen eines anderen ausblasen? So aus Gemeinheit oder was? Wenn der dran ist, um seine Geburtstagskerzen auszublasen? Okay. Ja, das macht man nicht, ne? Ja, das ist komisch. Manche dieser Fragen sind wirklich schwer zu beantworten. Ja. Das wird doch keiner bei uns machen. Wer macht denn sowas? Ja, ey, puh. Ich jetzt auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die Person, die ich gewählt habe, einfach ein bisschen was getrunken hat zur Feier des Tages. Mal. Das hast du sehr solidarisch gemacht. Und dann bricht es aus ihm heraus. Ja, ah, alle, ja. Alle, na also, dran, genau. So, Wolf, da hast du es. Was denn? Hast du den ersten Platz eingenommen? Geil! Wofel, der beste Spieler. Ach, sowas Fieses, du trafst doch niemanden. Gut, in dem Zustand vielleicht. Ja, eben, genau, so hab ich ihn gesehen. So. Zeit für eine hey, Roundabout, geil. Oh. Deine Mikrowelle, Roundabout. Welche Ballonfigur würde diese Person machen? Wo ist Corruptor Schmidt? Ich nenne den Blauen, der so kompliziert aussieht. Hund mit Magenproblemen. Da kannst du nur eine Antwort geben. Hm? Echt? Wie ja. habt ihr euch entschieden? Also bei dir hätte ich es gewusst. Ja, zweigeteiltes Ergebnis. Ja. Aber lustig, ey. Das ausgeholt. War ein Trant, ey. Du hättest dich doch hingesetzt, bis du da was Geiles gebastelt ja. hast. Gibst du dir nicht mit so einem Quatsch zufrieden? Das sieht aus wie Quatsch. Der Roboter, den du gemacht hast. Ja, eben. Deswegen sage ich ja, Dr. Schmidt. Trant, was ist denn das? Was hast du da gemacht? Zwei Nachtschichten. Ja, was ist denn das? Das Blaue. Ja. Sieht aus wie... Ja. Ey, ich dachte, du hast ein Konzept davon. Nee. Nein, ich zeige den! Oh. Ich brauche euch ein Hintergrundbild zeigen und ihr müsst. Ey, wir brauchen hier einen Prakti. Einen ganz, ganz jungen mit ganz kleinen Händen, der mir dann die. Kohlemann. Oh mein Gott. Oh. Ich habe erst Geburtstagsort gelesen. Oh, ich weiß genau, was das ist, aber wie malt man das? Das ist das Torsche von Trant. Niemals gelebt hat. 122 Jahre alt wurde. Das ist ganze 66 Jahre weniger. Als boah, wie malt man überhaupt einen Kuchen? Torte, nicht Kuchen. Da fällt mir jetzt irgendwie nichts Lustiges zu ein. Außer eine Torte zu malen. Ich dachte auch, es kommt beim Zeichnen, aber... Inspiriert mich mal. Kam nichts. Was ist denn das Besondere an Trant? Knapp 40 Sekunden. Boah, was? Doch 40 Sekunden? Ich habe nicht mal angefangen. Alter, es kann kein Mensch erkennen, was es sein soll. Das sieht nicht so aus, wie ich mir das gedacht habe. Oh. Hat jemand die Zeit im Blick? 22. Nur noch 20 Sekunden. Das ist ganz schlecht. Das ist, es tut mir leid, wirklich. Ich entschuldige mich jetzt schon. Okay, los geht's. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Oh. Nein, ich wollte es wegstinken und. Oh, shit! Ich weiß nicht, ob es noch reingegangen ist. Ich glaube, Lena zeichnet immer das gleiche. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist meine. Also, die war ganz schön cool. Oh, die ist schön. Ja. Guck mal, ich hab versucht. Das sollte eine Donauwelle sein. Weil ich weiß, dass das keine Donauwelle ist. Aber ich weiß gar nicht so ganz genau, wie die. Das soll Messer und Gabel da unten sein. Und darüber wollte ich eigentlich noch so einen schönen Luftballon malen, aber da war die Zeit vorbei. So. Ganz klar, Fall. Ja, das sah aus, als hättest du einer platt gehauen und bist runtergelaufen. Ich weiß. Oh, ja. Mit Joker. Ich auch. Ich wollte so mehrere Schichten malen. Ich hätte vielleicht einfach doppelt so hoch bauen sollen. Ich hab sie noch Hotdog oder so. Ey, schon gut, dass ich kein Konditor geworden bin. Wie mein seliger Opa, ey. Der hat mir jetzt eine runtergehauen dafür. Ich hole euch noch einen. Okay, testen wir euer Imitationstalent. Der wäre super. Ich schmeiß euch ein Bild hin und ihr müsst ein Selfie von euch machen, wie ihr es nachmacht. Oh Gott. An dieses Bild. Sehr gut. Duckface-Alarm! Wie kann man denn nochmal machen? Ja, das habe ich auch schon gefragt. Okay, noch 10 Sekunden. Ah, first take, one take, okay, let's go! Okay, okay, Double Time Freestyle. 5 Sekunden.
Das ist nicht gut. Okay. Boah, es hat warm. Es ist soweit. Ganz schön, ganz schön gut dran, ziemlich, Alter. Aber echt. Wow. Noch? Okay. Ich war alles falsch. Ja, du hast geschmolzen. Ich fühle mich auch so. Tja. Joker rauf. Oh, ich habe keinen Joker mehr. Kacke. Ja. Wir müssen den Wert steigen, je später die Runde ist. Ja. 5 Sekunden noch. Wie habt ihr euch jetzt hätte ich eigentlich sabotieren können, weil ich keinen Joker mehr habe. Hätte ich jetzt boah, guck mal hier. Irgendwie das Falsche machen wollen. Ne? Okay, irgendein jetzt kriegen wir alle den Joker dazu. Ja, jetzt müssen wir wirklich alle das gleiche. Ja. Nee, nur 2 Leute. Nee, das ist der Ding. Das alle noch mal dazu. 2 haben wir benutzt. Mein ja. Dafür gebe ich euch jeweils einen zusätzlichen Joker. Geil. Bist du nicht mehr so weit weg, Wolf? Nee. Die Party ist vorbei, Leute. Zeit was? Weiterzumachen. Achso. 3 Runden haben wir noch, ne? Das wird uns da ja angezeigt. Ich weiß gar nicht, wie viele Runde ist das? Dritte? Zweite? Dritte? Jetzt die dritte, würde ich denken. Ja, zweite zu Ende. Karneval, okay. Küche da. Und jetzt also Hobbyraum. Pösi-Abend. Pösi. Die Hälfte haben wir schon geschafft. Yeah. Wir hängen jetzt an einem neuen Ort ab. Das bedeutet einen weiteren Joker für alle. Cool, also gut, Fragezeit. Wer würde mit einer Bastenmütze zu einem Lyrikabend? Wer würde überhaupt zu einem Lyrikabend? Wir essen bis zu 3 Brötchen in eine Bastenmütze und ein Stück Camembert. Ich spüre so eine ganz eklige Nähe zu so Poetry Slammern. 2 von euch gepunktet. Ey, nee, dran, da geh ich doch nicht hin. Die Spieler teilen sich den ersten Platz. Boah, ey, super spannend. Wessen Gedichte würden dem Publikum Angst und Schrecken einjagen? Stock und Stein bricht mein Gebein. Genauso aber auch ein vermummter Hund mit Kettensäge. Okay, das war jetzt relativ einfach. Ja. Das war so klar. Das war so, kann man ja sogar aus gegebenem Anlass geben. Hast du ja schon mal geschafft bei uns. Es war, ja, war ja nicht meins, ne? Ja, gut. Aber wir wissen ja, wie du tickst. Voll, ja. Du weißt doch gar nichts, ey. Hör mal, Schätzchen. You know nothing, ich weiß, dass du bei Ungerechtigkeiten auf die Barrikaden gehst und niemand hier möchte das. Also, ich glaube, ich nehme jetzt das neues Passbild. An. Wenn ich neuen Passbild habe. Sieht ein bisschen aus wie Angry Joe. Was für ein Dichter wäre diese Person? Der Typ sitzt. Was? Was für ein Dichter zeigen wir das? Das ist natürlich. Alter, mega geiles Bild. Das ist schwierig, das ist schwierig. Oh Gott. Okay. Die Frage ist, wie sehe ich mich selber? Okay, Leute, nur noch 5 Sekunden. Shit, ja, keine Ahnung. Das ist ja auch nicht. Ja, also wenn dann bin also ich schon der. Das ist erstaunlich, wie oft wir das zwei. Das würde ich halt eben nicht von Wolf denken. Ein hübscher Boost für. Nein, natürlich nicht. Ich bin so mehr der Charles Bukowski-Typ. Genau. Morgens erstmal eine Fluppe, Wein, ja sicher. Ja. Und Joker. Ey, also, wenn ich dich da bin, dann zieh's auch durch. Das ist ein geiles Bild. Das Bild ist sehr gut, ja. Müssen auf Fortfahren eigentlich alle drücken, damit es weitergeht? Oder ist das nur eine Info? Ich drücke immer. Das Gedicht habe ich geschrieben. Oh Gott. Das macht keinen Sinn, aber es ist mir als erstes in den Sinn gekommen. Mir kommt überhaupt nichts in den Sinn. Nur noch 30 Sekunden. Oh nein. Was zu tun. Noch etwa 20 Sekunden. Okay, noch 10 Sekunden. Okay, Leute, noch 5 Sekunden. Nein! Nein! Ah! Nein, da soll ein anderes Wort stehen! Morris, nein! Morris. Da soll Vino stehen! Was soll da stehen? Dino? Das Autokorrektur hat mich erwischt. Fett abgezwitschert hat? Das ist hier eine intellektuelle Runde, ich merk's ja schon. Was? Oh Gott, das stand. Das war meins, das war alles falsch. Ich wollte schreiben, mit der Fluppe und dem Vino durch war. Mit den Flippers von dem Foni durch war. Schreibst du unsere Kommentare immer? Ja. Einige. Oh Gott. Ich
verstehe die letzten beiden nicht. 5 Sekunden noch. Ich verstehe eigentlich fast gar nichts. Ich gehe mal auf Nummer sicher, ey. Ich weiß es nicht. Ich habe mich von euch beeinflussen lassen. Ihr müsst die mal still geben. Wenn du sagst, ich verstehe die letzten beiden nicht, dann nehmst du die natürlich nicht. War so klar. Ha! Oh, wieso hast du denn immer noch Joker, Alter? Du hast dir wirklich eine App runtergeladen. Alter Hacker. Zeit für eine weitere Schätzelein. Das ist für Plus-Plus-Abonnenten. Ja. Dann können wir auch schon loslegen. So, dann haben wir los. Oh, Trant, musst du nicht mal fotografieren. Okay. Jetzt geh ich schon wieder den düsteren Dichter? Und wen knipse ich? Düsteren Dichter. Das ist egal, glaube ich, oder? Trant fotografiert gerade jemand. Ja, jemand. Düsteren Dichter. Musst du mal. Mich oder was? Ja, geh mal in Pose. Ja, soll ich auch aufstehen oder sitzen? Wie hättest du das gern? Ha? So, jetzt posier mal für mich. Hauptsache düster. Okay. Vor mir ist düster. Da habt ihr. Da habt ihr! Cool. Ganz schön gut, Wolf. Könnte auch dein nächstes Albumcover sein. Aus der Person. Mein nächster Gedichtband wird das. Düsteren Dichter. Ja, shit, Mann, aber. Was hat so ein Dichter schon an? Fertig. Ja, würde ich auch sagen. Kann nichts mehr machen. Talent dafür, düster, selbstkritisch und gekürzt ja, zu sein. Das ist echt schwer, ne? Vielleicht erschaffen sie so ihre größten Kunstwerke. Von Bäckern hört man das irgendwie nie, oder? Er war düster, selbstkritisch und gequält. Aber vielleicht brauchte er das, um diese großartigen Brötchen zu backen. Boah, 47 Sekunden. Ihr habt noch etwas. Okay, das war eine richtig dumme Idee. Nicht umsetzbar oder was, dein Konzept? Naja, ich merke gerade, wenn du das Bild versuchst, noch dunkler zu machen, sieht man jetzt gar nichts mehr. Das war scheiße. Ihr habt noch 30 Sekunden. Noch 20 Sekunden. Och nee, ey, was ist denn das? Okay, los geht's. Noch 10 Sekunden. Okay, Leute, nur noch 5 Sekunden. Nein! Also mittelgut. Dann schauen wir uns mal an, was das heißt. What? Ich hab mich vermalt und dachte, ich kann hier was unten. Was ist das? Fluppe? Gut. Die Feder. Okay, Mann. Ey, Maurice hat hier dieses Tablet-Vorteil. Du kannst dir das mal wieder jetzt mal. Auf jeden Fall. Gibt es trotzdem noch einen Gewinner. Okay. Immer 2-2, ist ja eine eindeutige Antwort gegeben. Jeder und es sind immer die gleichen 2-2 tatsächlich. Ja. Ha! Aber das ist ja blöd, bei 2-2 ist das nicht besonders viel. Ne? Zur Kunstform erhoben. Das war großartig. Damn. Der Schmerz ist unser. Achso, ich dachte, Hauptsache, man ist in der Mehrheit oder gleich viel. Dann kriegt man. Aber der Joker verdoppelt, glaube ich, die Punkte, die du gemacht hast in der Runde, oder? Ich glaube schon. Das heißt, wäre das eine 4-0-Antwort gewesen, dann wäre es natürlich besser. Okay. Oh, es wird spooky. Ich dachte, das sind Ratten, die über den Boden krabbeln, aber es sind Fenstertropfen. Fenstertropfen. Ja, ihr wisst schon. Das Fenster wieder ordentlich raus. Ob der sehen super creepy? Was ist die das? Die Eisenbahn heißt. Also, vergesst nicht, Federung. Jetzt schon gruseliger als jeder The Conjuring-Film. Wer würde auch dann noch zur Arbeit gekommen. Gehen, wenn morgen die Welt unterginge? Ja, mal gucken, wer am Freitag zur Arbeit kommt. Ja, leider Insider. Freitag G20-Gipfel bei uns vor der Tür und wir haben Livestream. Der Wahnsinn. Und ein paar Punkte für alle, die wir eingestimmt haben. Vier Punkte für mich. Mist. Oh, und alle haben gejokert. Natürlich, klar. Na, toll. Schon wieder falsch gemacht. Wer würde an seinem letzten Tag jede Todsünde begehen? Warte mal, was sind so die Todsünden? Zu tun, gegen alle zu wen interessiert's, ey? Ja, letzter Tag! Ja. Wer soll sich beschweren morgen? Mein erster Impuls wäre auch gewesen, alle. Kannst du mir den Zettel am Briefkasten hängen? Okay, Leute, noch 5 Sekunden. Lärmbelästigung. Mal das ich habe jetzt mal weitergedacht. Und gesagt dran, weil da kannst du dich dann mal so richtig austoben. Man darf nicht kreativ denken. Nee, okay. Stumpf. Entschuldigung.
Die Nummer 1 ist immer noch da oben und erregt Aufsehen. Gut so. Terror of London, cool. Wer würde sich selbst die Schuld an der Apokalypse geben? Nach der Apokalypse wäre ich nutzlos. Ich weiß nur, dass die Erde keine Scheibe ist, weil es mir gesagt wurde. Oh, dass ich jetzt keine Joker mehr habe. Ich hoffe, jeder ist sich seiner Antwort sicher. Guck mal, wenn hier Trans-Avatar-Bildchen, ne? Mhm. Dadurch, dass die untere Hälfte fehlt. Yay! Yeah. Toll. Auch durch das Voice-Sample. Oh. Und wer hat einen Joker gesetzt? Kennt ich hatte keinen mehr. Oh, jetzt haben wir eine Chance, dich einzuholen. Boah, du machst das ganz strategisch. Also, wer glaubt, das Ende der Welt überleben zu können? Skorpione sind gegen radioaktive Strahlung immun. Ah. Warum freuen sie sich auch immer auf das Röntgen? Die Frage ist, will man das überhaupt, ne? Weil danach ist ja alles im Arsch. Nee, das will man nicht. Die Frage. Wer könnte das? Noch. Oh Gott. Oh Gott. Na! Die letzte Sekunde. Selbe Antwort, immer. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich auch nicht. Du hast so schnell geantwortet und dachte ich, dann denkst du vielleicht, dass du es kannst. Okay, Schätzchen. Der Moment, in dem wir uns alle in deinem strahlenden Licht Sonnenschein. Elena, mein Name. Nehmen wir uns jetzt eine Bilderfrage vor. Ich mag Bilder. Was würde diese Person machen, während die Welt untergeht? Seltsam, in diesem Bett liegt eine Person mit nur einem Bein. Ja, stimmt. Ja. Nee. Nee, doch. Stimmt doch gar nicht. Wie? Okay, Leute, nur noch 5 Sekunden. Ja, das verstehe ich nicht. Da waren noch 6 Füße. Oder geht das um zu viele linke und rechte? Ha! Ja! Ich muss sagen, so eine Einstimmigkeit erwärmt mein Herz. Dafür gebe ich euch jeweils einen zusätzlichen Joker. Immer noch im Kampf gegen das Verlangen nach Selbstzerstörung. Unsere Spitze. Kann ich einen Schluck von deinem Wasser, oder Moritz? Ja. Das Label nicht so in die Kamera ist. Nein. Zeit zu zeichnen! Yeah. Ich gebe euch mein Bild und ihr vollendet es. Zeichne, was auf der Weltuntergangstafel von dieser Person steht. Was ist eine Weltuntergangstafel? Das ist eine gute Frage. Mein Nachbar Dr. Trinity wünscht sich einen Atomkrieg. Er glaubt, dass die Leute dann endlich aufhören, immer über das verdammte Wetter zu reden. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, den nuklearen Winter zu erwähnen. Nee, das, was der Typ hier trägt, so der durch die Straßen latscht und das den Weltuntergang verkündet. Was? Ach so. So, das Bild, was du da siehst, der Typ, der durch die Straßen läuft und... Noch 40 Sekunden. Ach, Alter. Sekunden noch. Scheiße. Ich sehe jetzt erst, dass da kameramäßig auch richtig was abgeht, wenn man nicht auf sein Pad guckt. Nur noch 20 Sekunden. Komm schon, Wolf. Okay, noch 10 Sekunden. Okay, Leute, noch 5 Sekunden. Dann bildet ziemlich gut. Ich hätte ein bisschen dichter rangemusst. Also gut, mal sehen, was wir hier haben. Boah. Das muss schnell gegangen sein. Und jetzt zum lustigen Teil. Super gut! Es wirft hier ein völlig falsches Licht. Für eure toll, alle gesetzt. Wir hätten ja gar nichts gebracht. Und wir hätten uns auch sparen können. Den Joker haben wir auch wieder. Achso, vorfahren. Rosa vortreten. Haben wir den Joker wieder? Jetzt. Man kriegt, wenn alle gleich antworten, kriegen alle einen Joker dazu. Ahmt dieses Bild nach. Oh. Ian!
Ja, komm mal rüber! Ich brauch dich! Wie kriegst du das hin, dass du nochmal kannst? Einfach nochmal draufdrücken. Okay, noch 10 Sekunden. Ach, fuck it. Da war jetzt nicht viel kreativer Spielraum möglich. Okay. Nee. Dass wir uns eure Nachahmungen anschauen. Boah, Trant, das kannst du echt gut. An dir ist ein Schauspieler verloren gegangen. Süße Hasenzähnchen. Oh, man darf nur mal gucken. Hm. Aber das Original sieht man nicht. Ach doch, da auf dem Fernseher. Fünf Sekunden noch. Ich glaube, wir haben eine Antwort. Dafür bekommt jeder von euch Punkte. Oh, was denn? Jetzt hab ich dich. Gleich, ja. Was? Das hat eine oh Mann. Zusätzliche super spannend. Ich hoffe, ich immer Döner da oben. Ob ich noch mal aufholen kann? Das ist schon das vorbei. Gedacht? Ist das die letzte Runde jetzt? Ich glaube ja. Was geht? Wir haben nur noch Zeit für ein Spiel. Oh. Aber ihr werdet es lieben. Jeder von euch muss ein Selfie machen, aber nehmt euch nicht zu groß auf, denn danach müsst ihr alle darauf zeichnen. Mhm. Ah, das mit dem Rumreichen. So alle glücklich? Los dem geht's. Durstig aus. Achso, ist da. Steht bei allen das Gleiche? Ach so, das habe ich erst jetzt gesehen. Nehmt euch nicht zu groß. Ich sollte lächeln. Was musstest du machen, Elena? Panisch aussehen. Wie? Panisch. Und wolfsverführerisch, oder was? Nein, ich sollte furchterregend aussehen. Ja, falsch. Hast du da nicht hingekriegt. Ich kann nicht so gucken, wie ich gucken will. Was machst du denn da? Ich kann nicht. Ja, sehr gut. Okay, damit muss ich jetzt arbeiten. Oder eigentlich... Bildaufteilung par excellence. Das Wichtigste auf jeden Fall im Mittelpunkt. Nicht zu viel Kopf. Also dieses Fotograf verloren. So, ich höre jetzt auf. Ein äußerst zweifelhaftes. Ich arbeite jetzt mal mit Props, das ist schwierig mit den Fingern. Oh nee, oder? Okay, ja. Werft einen Blick auf eure Leinwand. Gleich geht's los. Nee. Man muss malen. Oh Mann. Gebt nochmal alles. Wir wechseln gleich. Und wer kriegt wofür Punkte? Noch etwa 20 Sekunden. Och was. Sieht das ja gar nicht aus. Scheiße. Okay, los geht's. Noch 10 Sekunden. Okay, Leute, nur noch 5 Sekunden. Das ist aber sehr Alter, wenig. Ich wollte es auch gerade sagen, da könnte noch mal ein bisschen mehr Zeit. Ja, hier, ich hab's auch. Ich habe gar nichts geschafft. Das kann ich jetzt alles zeigen können bei mir, aber nicht das, was ich meine. Wir hatten noch sonst 45 Sekunden, um zu malen. Legen gleich wieder los. Okay, hier hat sich jemand sehr leicht gemacht. Ach, jetzt muss ich hier auch noch. Moment mal. Ich habe hier jetzt schon ein vermaltes Bild und soll noch mehr malen? Ja, die werden jetzt so übereinander gedingenst. Dass am Ende ein das Chaos ist. Das ist das Zeitlimit so kurz. Maurice musste sich ja unbedingt mit so einer Scheißtasse im Gesicht fotografieren. Na toll. Okay, noch 10 Sekunden. Okay, Leute, noch 5 Sekunden. Schummeln wird weggemacht, so. Mischen jetzt zum letzten Mal, Leute. Gebt alles. Okay. Okay, Leute, lasst eure Magie spielen. Oh, geil. Hä? Da hat sich jemand Mühe gegeben. Hm.
alles schon gesagt bei dem Bild. Ja, ich denke es auch. Ich finde es auch echt schwierig hier gerade. Hm. Keine Ahnung. Nur noch 20 Sekunden. Ich kann es eigentlich nur ergänzen. Das ist natürlich hässlicher. Okay, noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Ich gucke, wie viele Punkte diese Maschine rechnen kann. Zeit ist um, ich kann es kaum erwarten, Sie zu sehen. Ein Dog Tag, ja, okay. Warum? Also die erste Aufgabe, die eine Person selber kriegt hat, ist immer eine andere als das, was die anderen damit machen müssen. Bei mir stand, ich soll gucken, als wenn ich durstig wäre. Ja, und ich soll lächeln. Ah ja, okay, alles klar, ja, okay. Du hast sehr durstig geguckt. Mal sehen, wie ihr gewählt habt. Zu zwei von ein paar Punkte. Ah, ich Idiot! Ich habe gerade völlig falsch gedacht. Ich dachte, jetzt mache ich es einfach strategisch. Ich will ja einen Punkt, also nehme ich mein Bild. Was? Kurzer Aussetzer zum Ende. Ist aber auch warm hier heute. Nee, ist sehr warm. Die Person auf dem letzten Platz ist so eitel, dass sie vermutlich. Ach so, nur eine Frage oder was war das? Ja, Achso, ich dachte, das Finale wäre eine Finalrunde. Nochmal fünf Fragen. Das ist ja eine sehr komplexe Aufgabe gewesen. Irgendwas falsch schon mal. Wir haben noch zwei Joker über. Aber hast du gewonnen, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, aber das ist ja echt blöd, weil ich dachte auch, jetzt hau ich mal richtig Joker raus in der letzten Runde. Woo! That's you! Oh yeah. Wenn du wolltest, könntest du dieses Ei immer noch essen. Und das bedeutet dann wohl, dass unsere Nummer 1 geil. Woffel gewinnt das. Ja, sehr gut, ey. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ohne Scheiß, ich habe bislang jede einzelne Runde in diesem Spiel gewonnen. Ich habe das viermal gespielt, ich habe viermal gewonnen. Weil ich ein fucking geiler Menschenkenner bin. Da hört ihr, er hat das nämlich geübt und wir nicht. Wie gesagt, kann man das denn üben? Ich sage 1000 Fragen, ich habe extra nochmal nachgelesen. Angeblich sind 1000 Fragen da drin. Das heißt, bis sich da was wiederholt, muss man schon ein paar Runden spielen. Vielleicht hast du es einfach drauf. Was denn schon wieder? Ja, das war eine Runde. Ich würde sagen, wir lassen uns bei der Runde, so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr. Ne? Ja eben, das hat doch jetzt irgendwie, ich weiß nicht, aber hat schon ein bisschen gedauert. Wir haben schon wieder den Timer vergessen, ist heute aber nicht so schlimm. Wir wollen ja das Format auch so ein bisschen sanfter gestalten, sodass man jetzt ein bisschen Spielraum hat. Das war eine ausgiebige Runde mit That's You aus der neuen Playlink-Reihe, Marke. Ja. Genau, ist wie gesagt diesen Monat umsonst für PlayStation Plus-Mitglieder. Rausgekommen Mitte letzter Woche, ist jetzt also auch für alle zu haben, auch käuflich für Nichtmitglieder. Und ja, es wird halt aus dieser Social-Playlink-Reihe noch eine Menge mehr geben. Auch gar nicht alles so in diese Richtung. Ich habe mir mal vorhin eine schlaue Liste gemacht. Hidden Agenda zum Beispiel ist ein düsterer Detektiv-Thriller, cool, den man so in David Cage, Until Dawn-Manier, aber dann mit einer Gruppe macht und dann quasi den Film steuert und sagt, wir gehen jetzt die Treppe hoch, wir erschießen ihn jetzt oder nicht. Also da ist dann auch Varianz drin. Knowledge is Power ist, glaube ich, so ein Trivia-Game, das sie schon angekündigt haben. Habe ich übrigens auch gewonnen auf der E3. Oh yeah, hast du Frantics gespielt? Da weiß ich nicht, da habe ich leider nur zugeguckt. Was ist das genau? Frantics ist so eine, so eine Party-Minispiel-Sammlung. Also ich habe da ein Minispiel nur sehen können und musste auch schon wieder weiter. Da sind vier Spieler auf so einer Eisplattform und müssen sich versuchen, gegenseitig runterzustoßen. Ja. Also super simpel, kann man irgendwie auch so mit Handybewegung steuern. Sieht aber ziemlich lustig aus. Dann mehr Geschicklichkeit als die anderen. Mehr Ärger, ja, genau. Genau, was habe ich mir noch aufgeschrieben? SingStar, Celebration, das bietet sich natürlich besonders an für sowas. Ja, sind wir gespannt drauf. Da hat irgendwie jetzt Sony einfach mal ein neues Fass aufgemacht. Ja. Und mal schauen, ob dann jetzt ab jetzt unsere Familien auch immer mitspielen und man zu Weihnachten zu Hause nur noch Playlink daddelt. Ey, man muss ja wirklich sagen, der große Vorteil von That's You ist ja tatsächlich, dass es eingedeutscht wurde. Ne? Also erstmal erinnert man sich so ein bisschen an die Partybox. Da gibt es irgendwie auch zwei Teile von im PSN-Store. Aber die ist halt komplett nur auf Englisch. Und Leute, die vielleicht beim Englischen so ein bisschen unsicher sind, die sind bei der Hälfte der Spiele einfach draußen, ne? Wenn es um Wortspiele geht und solche Geschichten. Und von daher finde ich es echt ganz smart, dass sie da direkt eine deutsche Fassung von gemacht haben. Das bietet sich schon an. Ja, ja, auf jeden Fall. Und gerade wenn es darum geht, ne, halt auch die Leute mit an Bord zu kriegen, die nicht so ganz hardcore sind, sondern ja vielleicht auch nicht immer so eine englische Internet-Cracks. Ich habe vorhin gesehen, es gab die Option, auch online zu spielen. Hast du das mal probiert? Das habe ich mir jetzt noch gar nicht angeguckt. Nein, wir haben ja den Code auch ganz frisch bekommen, installiert und dann haben wir uns sofort zusammengesetzt, um hier eine Runde zu zocken. Online habe ich es noch nicht gespielt. Ne. Ja, alles klar. Liebe Leute, das war That's You. Wie gesagt, diesen Monat umsonst. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Trant. Tschüss. Tschüss, Trant. Tschüss.
Tschüss.